Folge Nummer 27 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns im Berchtesgadener Land. Wir haben letztes Mal, wo sind wir hier denn noch? Gebäude leert sich, okay, alles klar. Letztes Mal haben wir hier den Verkehr angeguckt und wo sind wir denn jetzt? Ah, hier, da war der Kreisverkehr, der sich ja eigentlich besserte. Ist aber gerade wieder viel los, aber es dreht sich alles noch, es bewegt sich alles noch. Ich glaube, das ist erstmal noch gut. Diese Straße ist ja weg. Hier hinten war ja ganz grün noch. Ja, das ist noch gut. Der Verkehr fließt auf jeden Fall. Das ist gut. Hier unten die Kreuzung hatten wir die Ampel rausgenommen. Das ist auch besser geworden. Das Rote sollte mit der Zeit auch ein bisschen besser werden. Und hier unten, war das hier? Ja, hier unten hatten wir noch, ich glaube, wir haben so umgedreht gehabt. Und hier hatten wir eine Ampel. Die haben wir auch rausgenommen. Das bessert sich auch. Es wird immer heller. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier noch einen Rückstau auf dieser Straße hier. Das heißt, hier ist ja eine zeitlich gesteuerte Ampel, oder? Ja, da passt was noch nicht, sozusagen. Ja, die ist jetzt nicht so prickel, ne? Also hier stört sich's immer noch sehr weit zurück, das darf nicht sein. So, wo ich drüber nachgedacht habe, ist hier vorher schon einen Rechtsabbieger einzufügen. Vielleicht kriegen wir das mal hin. Ne, warte mal. Geh mal dahin und geh mal dahin. Geh mal dahin. Ne, das will er nicht. Und wenn ich jetzt hier so loslege, macht er das auch nicht. Das ist wieder mal doof, ne? Was passiert, wenn ich so eine Autobahnauffahrt versuche zu machen? Geht das? Ja, guck mal, da war's. Also so würde ich es machen wollen. Dann müssen wir diese Kreuzung noch bearbeiten allerdings. Hier soll ja nur geradeaus gefahren werden, mehr nicht. Und hier auch. Nur geradeaus, mehr nicht. Und das auch. Und diese hier sollen da fahren können. So. Dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt hier durch eine Entlastung gibt. Und hier können wir dann diese Kreuzung nochmal bearbeiten. Erstmal so. Und diese auswählen. Und hier darf man nur geradeaus fahren. Und hier darf man nur links fahren. So. Und dann müssen wir noch die Ampelanlage vielleicht angucken. Weil hier gibt es noch einen Rechtsabbieger und Dingens. Den brauchen wir jetzt nicht. Hier müssen wir jetzt stoppen. Und hier müssen wir die Ampeln ändern, ne? Ändern. Change. Wir brauchen eine links. Also wir brauchen einen Linksabbieger, geradeaus und rechts, dann nehmen wir das. Speichern. Nochmal anzeigen, ja. Die sind rot, Rechtsabbieger ist rot. Das heißt, hier ist was noch falsch. Das muss rot sein. Speichern. Da fahren die Rechtsabbieger und Linksabbieger. Hier. Also irgendwann müssen die hier unten auch fahren, tun sie aber nicht. Geradeaus und links und hier haben wir noch einen Rechtsabbiegerfall, das ist also nicht richtig. Also der Rechtsabbiegerfall, der muss hier definitiv ja dann aus sein, ne? Weil das geht ja gar nicht, wenn hier geradeaus gefahren wird.
Das bedeutet, da muss rot sein und da kann grün sein. Und wenn da Pfeile sind, dann bedeutet das eigentlich, dass freier Verkehr sein sollte und das ist ja auch nicht gegeben, ne? Das heißt, eigentlich müsste es so sein. Und dann darf man hier noch rechts abbiegen und da noch rechts abbiegen, dann passt das. Und das ist so. Warte, da ist links abbiegen angesagt. Und hier, naja, warte mal, da passt doch auch wieder was nicht. Kannst du nochmal ändern. Geradeaus und links. Hier darf man rechts. Nee, wenn da geradeaus und links ist, dann darf man nur da rechts. Dann passt es jetzt. Gut. Diese Ampeln, der Linksabbieger längs über, der darf einen Rechtsabbieger. Hier fällt weg. Passt. Und dieser hier ist geradeaus und rechts. Geradeaus und rechts. Gut. Und dieser hier macht nur die Fußgänger. Das bedeutet, mir fehlt jetzt noch einen Schritt hinzufügen. Hier unten fehlt's. Geradeaus und links müssen wir noch hinzufügen. 5 machen wir mal erstmal. Und das bedeutet da rot, da rot, da rot, da rot und hier grün und hier grün. Und dann können die Rechtsabbieger da auch nochmal grün haben und hinzufügen und anfangen. Warum fahren die jetzt nicht? Die hätten noch fahren dürfen, ne? Okay, jetzt fahren die Rechtsabbieger. Und hier fahren die Linksabbieger. Da gibt es auch Linksabbieger, aber da sind keine gerade, oder wie sehe ich das? Ja, steht auch keiner, ne? Oder stand keiner, passt schon. Geradeaus und rechts läuft. Sieht soweit gut aus, jetzt alle Fußgänger. Jetzt müsste noch diese Phase kommen, dass die fahren dürfen. Sieht gut aus momentan. So. Das gerade weg. Jetzt das wieder an und gucken, wie es besser wird. Ach, guck mal, hier fahren ganz viele rechts rum. Jetzt ist die Frage, was hier mit der Ampel passiert, mit der Straße passiert ist. Ist eine Ampel hingekommen? Gute Frage. Ja, es ist eine Ampel hingekommen. Die wir da aber dann nicht haben wollen. Aber dann eine Stoppstraße. Ah, jetzt fahren die hier noch links rum. Du glaubst es nicht. Nee, das wollen wir dann nicht. Da soll keiner links rum fahren. Das heißt, das hier wieder an, das hier an, das an. Und hier darf man leider nur geradeaus fahren. Die sollten nur rechts fahren und die sollen da und da fahren. So, jetzt passt's. Okay, nochmal hier auf Verkehr. Ist noch rot. Gucken, wie sich's entspannt, oder? Ob es sich entspannt, ist die nächste Frage. Also hier fließt's ja jetzt. Hier ist schon noch zweispurig, oder? Alle wollen da rechts lang. Sehr interessant. Ja, das ist doof. Und warum geht's hier oben nicht weiter? Wegen den Bussen wieder, ey. Oh, hier ist auch so eine Bushaltestelle, die uns
den Verkehr blockiert. Das bedeutet, wir machen da eine kleine Straße hin. Ja, machen wir wieder mit der Autobahngeschichte, oder? Aber lass uns da erstmal eine Bushaltestelle so bauen, mit dieser Straße. Leider muss dafür wieder was dran glauben. Ist halt so. Und dann, ja, passt schon so. Kommt das hier so hin. Nee, geht nicht. Geht. So. Und dann muss die Bushaltestelle noch umgelegt werden. Das. Dahin. Gut, aber hier darf... Oder dürfen die drehen? Doch, die dürfen drehen, da ruhig auch. Das ist kein Problem, denke ich mal. So, und hier müssen wir aber auch noch einschränken, wer da nur fahren darf. Nee, doch, da ist es jetzt. Keine LKWs, keine PKWs. Und das ist irgendwie ein anderer Wagen. So, oder? Dann kann ja nichts weiter passieren eigentlich. So wie es aussieht, sollte das dann klappen. So, jetzt müsste sich das andere alles ein bisschen mehr entspannen, oder? Wie sieht es hier mit den Flächen aus? Ja, da wäre noch eine Fläche zu bauen, aber die machen wir dann nicht, weil da müsste dann ja wieder Zufahrt sein. Könnte höchstens ein Taxistand werden hin, ne? Zum Beispiel. Der Rest passt dann schon. Okay, gucken, wie sich es entwickelt. Hier unten wird schon besser, glaube ich, ne? Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Hier ist noch rot, aber... Ja, das werden wir auch nicht ganz wegkriegen. Weil halt doch viele hierher fahren und da weg wollen. Warum der erste Bus jetzt nicht fährt, weiß keiner. Was ist das für einer? Ein Schneepflug. Okay, der darf da lang fahren. Was ist mit dem Bus hier? Ah, jetzt fährt er endlich los. Ja, aber wenn die sich bis auf die Straße zurück... Ah, das ist doch auch scheiße hier wieder. Warum stehen die hier so lange? Es ist ja immer noch gut, dass ich das so gemacht habe, dass es so lang ist, ne? Kein Mensch versteht jetzt, warum dieser Bus so lange da braucht. Hier unten ist es entspannt. Das ist schon mal gut. Na, hier ist es nicht entspannt. Warum fährt er da nicht? Jetzt geht's erst voran. Da fahren einige jetzt.
Also diese Straße haben wir schon sehr gut entspannt. Jetzt müsste das andere hier noch werden. Diese ist jetzt dadurch allerdings wieder mehr Rückstau dadurch entstanden. Ich glaube, wir können die Phasen nochmal hier an der Ampel ändern, an der Kreuzung nochmal ändern. Da schauen wir mal. Diese Ampel haben wir. Also Stopp müssen wir drücken, damit wir da hinkommen. So, jetzt nochmal so rumdrehen, damit wir das auch sehen. Wir müssen gucken, dass wir diese Phase mal haben. Diese. Die können wir mal ändern und machen die nur noch auf 4. Die 4 speichern. So, und dann zeigen wir die an. Fußgänger weiß ich nie, wie wir sind, aber das lassen wir so. So, hier geht's geradeaus und rechts. Die müssten länger sein. Mal 13. 13 speichern. So, fangen wir jetzt nochmal oben an. Also hier muss nicht so lange, glaube. Dann machen wir mal auf 8 und auf 8 und speichern. Dann nehmen wir die nächste. Das sind die Linksabbieger. Da waren jetzt auch nicht so viele, ne? Können wir mal auch auf 8 gehen. Speichern. Das waren geradeaus, die haben wir schon verlängert. Das waren die Fußgänger, das waren die. Okay, ich denke mal, wir starten nochmal. So, dann haben wir das. Gehen wir nochmal hier ins Rote. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube, ich drehe nochmal so. Ja, es sieht so aus, als ob sich das entspannt. Das ist noch rot, obwohl da jetzt nicht mehr so viele sind. Hier ist alles gut. Kreuzungsbereiche rot sind, sind alles prima. Und der Rechtsabbieger wird halt hochfrequentiert, das ist auch klar. Ja, ich denke mal, das ist schon so gut, oder? Entspannt sich ja alles weiter. Also das sieht jetzt gut aus, würde ich sagen. Haben wir gut hingekriegt. Den Knoten, den werden wir nicht wegkriegen. Und dann müssen wir mal schauen, wie weit das hier noch wird. Aber momentan, ich glaube, den Verkehr haben wir jetzt langsam in den Griff gekriegt. Hier, das wird nicht besser werden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube. Aber so schlimm ist es nicht. Diese rote, das ist angezeigt und ist aber nicht so schlimm. Ja, da haben wir das schon mal. Würde ich sagen, ne? Gut, dann soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch Kanal habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Und hier müssen wir noch Strom machen. Den Masten erneuern. So, haben wir das auch noch, ne? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!